So, das war die letzte Folie. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in das Thema Algorithmus und eine etwas größere, ein etwas größeres Verständnis für Algorithmus bekommen. Ich hatte noch ein paar Schlussworte am Ende hinzugefügt, was es ein bisschen zusammenfassen soll. Also ich hoffe, es war verständlich, dass Algorithmen einerseits überall in unserem Alltag sind, aber auch wie sehr sie unsere Informationen, die wir erhalten oder die wir, mit denen wir uns beschäftigen, beeinflussen. Also welche Informationen auch man kriegt. Also das ist etwas, wo man sehr offen und reflektiert darüber nachdenken muss, wenn man im Internet unterwegs ist, dass das ja eigentlich alles so personalisiert ist, dass man wenig Dinge sieht, die einen kritisch nachdenken lassen sollten oder weniger kriegen könnte. Aber also auch von der Nutzerseite, also ich bin, also man ist natürlich ein sehr großer Fan davon, dass man immer besser personalisiertere Inhalte kriegt. Also das ist natürlich auch nutzererfahrungstechnisch super. Heißt aber auch, dass man sich mit Filterblasen und Echokammern beschäftigen muss und mit auch der Sorge in eher problematischen Inhalten zu rutschen und dass das man hauptsächlich angezeigt kriegt. Genau. Und das ist natürlich, also personalisierte Inhalte sind schön, aber die kommen natürlich immer mit einem Preis, nämlich mit dem Preis, dass die Daten von einem benutzt werden für genau solche Themen, für das Analysieren bedeutet, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Dateien, Quatsch, wie viele Inhalte genutzt werden, die man öffentlich gemacht hat, also wie viel von einem analysiert wird für genau solche Inhalte. Da ist natürlich dann auch ein großer Aspekt die Sicherheit, also wie sicher fühlt man sich im Netz mit seinen Informationen, die überall rumschwirren, wie viel möchte man rausgeben, ist es das wert, also möchte man personalisierte Inhalte haben oder möchte man eher privat unterwegs sein im Netz, dann auch, dass alles transparent sein sollte, so gut es geht, dass man auch versteht, woher weiß man das jetzt, woher wissen die das jetzt, woran sind die interessiert. Also wie bei Instagram kann man ja auch unter den Einstellungen sehen, was Instagram denkt, was einem gefällt, um herauszufinden, was ist denn, was haben sie denn mit meinen Daten für mich, über mich rausgefunden. Und ist das auch wirklich datenschutztechnisch akzeptabel? Ist das überhaupt okay? Also ist das überhaupt richtig, was sie da tun und legal? Genau. Ansonsten, Algorithmen werden immer weiter verbessert. Also das ist ein Thema natürlich, auch gerade in der IT wird immer mehr geschaut, wie viel man aus Algorithmen ausschöpfen kann. Die beste Option, die beste, das beste Beispiel ist ja auch ChatGPT, dass man daraus auch, je mehr man da reinschreibt, desto mehr versteht ChatGPT, was man, also da, desto mehr lernt ChatGPT, was einen interessiert und wie man das gern, wie man gern Antworten haben möchte. Das ist natürlich auch eine Form von Algorithmus. Sehr wichtig ist auch dass eine Art Standard erstellt wird, dass man natürlich haben alle Algorithmen oder alle sozialen Netzwerke einen anderen Algorithmus, aber ein bestimmter Standard wäre natürlich schon vonnöten, dass man weiß, dass generell bestimmte Daten nicht verwendet werden oder dass man immer weiß, dass man die bearbeiten kann oder wie genau die Daten dann weitergeschickt werden. Da dürfen die weiterverkauft werden? Dürfen sie, auf welche Art und Weise werden sie verarbeitet? Das ist sehr wichtig, dass sich da etwas weiterentwickelt, dass da stetig sich auch weiterentwickelt. Da hat sich ja auch schon sehr viel getan. Und ja.
Also gerade gerade heutzutage muss ich natürlich am Ende auf das Thema Verantwortung plädieren. Gerade dieses kritische Denken, das hatte ich ja jetzt sehr oft erwähnt, weil es mir auch persönlich sehr wichtig ist, dass man immer hinterfragen muss, also was für Informationen man im Netz gekriegt hat. Aber gleichzeitig auch, wie funktioniert dieser Algorithmus? Also ist das jetzt, weil ich etwas gesucht habe, oder ist es der Algorithmus, der mir Dinge vorschlägt? Also dieses kritische Denken und dass man auch die Inhalte, die man sieht, dass man die immer hinterfragt, warum kriege ich immer diese Seite an Meinungen über ein bestimmtes Thema zu sehen? Ist es, weil ich sehr viel darüber gesucht habe oder meine Freunde und Verwandtschaft und Bekannte, die mit denen ich verlinkt bin im sozialen Netzwerken, ist es, weil diese Menschen sich hauptsächlich damit beschäftigen, oder ist das mein eigener Gedanke? Also was denke ich genau? Und natürlich, wie schützt man Mitmenschen? Wie schützt man sich selbst? Wie kriegt man es hin, eine respektvolle und hauptsächlich unproblematische soziales Medium zu schaffen, wo es möglich ist, Kinder zu schützen, wo es möglich ist, vor problematischen oder in unserem Fall pornografischen Inhalten Kinder zu schützen, dass man das altersgerecht trennen kann. Das ist natürlich eine der größten Themen und größte Verantwortung, dass man bestimmte Inhalte vor bestimmten Menschen schützt oder weghält, weil das eben nicht altersgerecht ist, weil das nicht den Interessen dazu gehört. Aber das ist, wie gesagt, einerseits also eine große Verantwortung für die Plattform, natürlich auch für die Entwickler dieser Plattform, um diese Problemsituation in diese Algorithmen einzubauen, aber gleichzeitig natürlich auch ein sehr großes Thema bezüglich jeder einzelne Nutzer, dass man auch wirklich, falls man etwas sieht, das auch immer meldet. Man kann nicht zu viel melden, man kann immer nur zu wenig melden. Und aber gleichzeitig auch, wenn man in Kontakt zu jugendlichen Kindern ist, dass man sich auch damit beschäftigt, diese aufzuklären vor den Risiken und vor den möglichen Inhalten, die man da sehen könnte. Also das ist natürlich auch ein super, super großes Thema. Und damit ist der Vortrag auch schon am Ende. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick bekommen, und tschüss.